Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Butterfly, Größe 4x4. Und ich bin noch mal alleine, aber das ist kein Problem. Wir werden das trotzdem easy gewinnen hier, Leute. Da bin ich zuversichtlich. Also ich denke zumindest, dass wir es easy gewinnen werden. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht mehr so gut im Bed Wars, wie ich mal war. Aber wir kriegen das schon hin. Es ist früh am Morgen tatsächlich. Was heißt früh am Morgen? Es ist Mittag, es ist 10 vor 12. Aber warum ist es 10 vor 12 und warum bin ich nicht in der Schule? Ganz einfach, weil ich mal wieder schulfrei habe. Ich habe mal wieder den halben Tag frei. Ich verstehe es gar nicht mehr. Also gestern hatte ich den halben Tag frei, heute hatte ich den halben Tag frei. Ich habe gar keine Schule mehr. Finde ich aber gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ist jemand da namens Lukas XP? Ja, ich bin Lukas XP. Ja, ich... so heiße ich und da bin ich glücklich drüber. So, warum sind die schon in der Mitte? Das ging mir ein bisschen zu schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Hä? Die können zaubern, glaube ich. Keine Ahnung. Das macht mir gar nicht so viel aus, dass ich keine Schule habe, weil dann kann ich mehr Sachen zu Hause machen. Zum Beispiel jetzt aufnehmen. Was auch ganz amüsant ist. Nee, ich spiele nicht auf der 1.9. Warum haben die gerade gewartet, als sie mit dem Schwert geschlagen haben? Das verstehe ich nicht. Bam, 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 bam. Bam. Oh, fuck. Er hat mir noch einen Hit gegeben, ey. Schade. Ich dachte, ich kann da jetzt durchrushen. Hat nicht so ganz funktioniert. Ihr seht deswegen auch, die Beleuchtung in meiner Facecam sieht jetzt ein bisschen anders aus. Es ist nicht zu dunkel. Die eine Seite ist einfach zu hell. Und wenn ich das Rollo runter mache, wird die andere Seite wieder zu dunkel. Das heißt, ich muss irgendeinen Kompromiss, machen und habe mich jetzt dazu entschieden, tatsächlich funktionieren meine Hotkeys nicht. Tatsächlich habe ich mich dazu entschieden, funktionieren meine Hotkeys? Nur der F mal wieder nicht, ne? Ja, alles klar. Tatsächlich habe ich mich dazu entschieden, dann die eine Seite lieber zu hell zu lassen, anstatt die andere dunkel zu machen, weil heller ist cooler als dunkel. Beim Dunkeln sieht man immer irgendwie total komisch aus. Finde ich. So. Wir sind hier Tarzan, kletter mal kurz auf den Baum. Und jetzt kommt was Gewagtes, Leute. Nein, ich dachte, wir können ihn runterhitten. Boah, schade. Das war aber ganz schön knapp, muss man sagen. Muss er noch ein bisschen, an meinem Skill arbeiten, würde ich sagen. Ich bin froh, wieder auf der 1.8 zu spielen. Die letzte Folge Bed Wars war ja auf der 1.9. Da gab es zwischendurch teilweise kleine Frame-Einbrüche. Und, oh, dammit, der Hotkey funktioniert ja nicht. Da gab es zwischendurch kleine Frame-Einbrüche. Die gibt's jetzt nicht. Jetzt bin ich durchgehend bei... Oh, fuck. Ich habe ja mein Spiel auf 60 FPS begrenzt. Und die habe ich jetzt durchgehend wieder. Das ist wunderbar. Also, ich habe wahrscheinlich gerade mehr als 60... Nur damit ihr es noch einmal versteht. Das ist halt nur begrenzt, meine Anzahl an Bildern pro Sekunde. Weil YouTube unterstützt eh nicht mehr Bilder als 60 pro Sekunde. Wozu brauche ich mehr Bilder als 60 pro Sekunde? Wow, what the fuck, was rede ich schon wieder? Und was wurde hier gebaut, ey? Und er hat eine Brofist auf seinem T-Shirt. Crazy. Crazy, meine Freunde. So, endlich sind wir auch mal hier mit Rüstung und Schwert ausgestattet. Und jetzt werden wir hier direkt gerusht. Aber das Bett von denen wurde schon von unserem Team zerstört. Wir müssen jetzt hier direkt hoch und versuchen zu deffen. Wow. Alter, das war kurz kritisch. Das ist gerade kritisch, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt hör auf zu nerven, echt. Box ihn! Box ihn! Fuck! Komm schon! Dammit! Kacke! Ich hab verloren, Leute. Mann, was soll das denn? Das kam viel zu plötzlich. Ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass wir gerusht werden. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, Leute, wir wären jetzt eigentlich in der nächsten Runde. Aber einmal ganz kurz stille. Ich möchte einmal, dass ihr den Sound hört. Was soll das? Warum? Warum macht die Baustelle das jetzt? Ich packe es nicht. Und ich bin alleine. Ja, Leute, ich würde sagen, so macht es keinen Sinn aufzunehmen. Wir müssen uns dann wiedersehen, wenn der da hinten mal wieder ein bisschen ruhiger ist. Bis gleich.
Wie lange soll das denn noch so weitergehen? Das ist jetzt locker 10 Minuten am Stück. Summt der da rum, ey. Mann, Junge, jetzt halt doch mal dein Maul. Ich raste aus. Nein, Leute. Er hat aufgehört. Ja, nice. Ich spiele jetzt hier noch die Runde, in der ich allein war, zu Ende eben. Dann sehen wir uns einfach gleich in der nächsten Runde, beziehungsweise am Ende der Runde wieder, je nachdem, wie die ausgegangen ist. Vielleicht zeige ich euch noch ein freshes Ende, vielleicht auch nicht. Ja. Oh, hi. Okay, ich denke eher nicht. Als ob ich gerade das Bett rushen kann. Das wäre mir aber ein bisschen zu easy. Alter, das ist ein bisschen easy, oder? Wow. Was war denn bitte das, ey? Und ich hätte ihn... Ah, schade. Oh, das ist jetzt kacke. Moinsen. Ja gut, jetzt bin ich auf der Flucht halt, aber... Das ist kein Problem, Leute. Es wird noch easy, ich sag's euch. Der kriegt jetzt hier gleich einen 360-Turn. Bäh. Oh, fuck. Er hat ein Schwert. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ja gut, das war's. Nice! Aber endlich ist diese scheiß Presslufthämmerei zu Ende und wir können einfach in die nächste Runde rein. Pschuh. Leute, Leute, wir sind in der nächsten Runde und diesmal spielen wir Schach. Ja, ja. Wir spielen... Oh. Wir haben die Hälfte der Spieler. Was soll das denn? Ganz... Also... Nee. Wow. Wo ist unser Bett? Ich habe schon ewig nicht mehr auf dieser Map gespielt. Bestimmt hier hinten, oder? Oder? Ja, hier ist es. Aber ich brauche unser Bett am besten nicht mit Sandstone ein, sondern lieber mit was krasserem als Sandstone. Da muss ich nur erstmal ein bisschen was sparen, ne? Aber man investiert ja auch gerne für gewisse Sachen. Genau, das macht man ab und zu mal. Nicht zu viel, aber schön ausgewogen, ein bisschen, ne? Ein bisschen investieren. Das ist immer gut, glaube ich. Oh ja, ganz, ganz viel Silber hier. Oder Eisen, wie auch immer man es nennen mag. Silber hört sich schöner an, weil Silber passt mehr zu Gold. So, das war gut gesagt. Leute, mal gucken, wie das Wetter heute wird. Wenn das Wetter ganz schön wird, sodass auch mal ein bisschen Sonne scheint und draußen ein bisschen Licht ist, habe ich vor, eventuell ein Video davon zu machen, wie ich meine Longboards mal wieder auffrische. Weil nach den Ferien, nach dem Snowboardfahren, geht auch wieder das Longboardfahren hier bei uns los, weil dann tatsächlich mal Frühling wird. Und das wollen wir uns dann natürlich nicht entgehen lassen. Nice. Und erstmal eine Schnieke wieder Longboard fahren und einfach auch wieder so eine Tour machen. Letztes Jahr sind wir ja von Düsseldorf nach Köln gefahren. Das war richtig geil, es hat richtig Bock gemacht und sowas in der Art wollen wir halt nochmal machen. Nicht unbedingt die gleiche, vielleicht auch nochmal die gleiche Strecke, weil das ist echt eine coole Strecke, es hat echt mega Bock gemacht. Und Köln ist allgemein eine richtig geile Stadt. Aber mal gucken, auf jeden Fall wollen wir wieder ordentlich Longboard fahren. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen verteidigen, also deswegen bleibe ich erstmal in der Base. Auf jeden Fall wollen wir... wollen wir wieder ordentlich Longboard fahren, wollte ich eigentlich sagen. Das kam jetzt ein bisschen dazwischen, weil heute irgendwie nichts funktioniert. Und wollen wir halt wieder machen, ne? Und da freue ich mich echt schon mega drauf, weil Longboard fahren macht mir auch übel viel Bock. Ja, jetzt geh doch mal drauf hier, ey. Longboard fahren macht mir auch übel viel Bock. Und jetzt habe ich ja sogar noch die GoPro. Das heißt, da kann ich mit Sicherheit auch ein paar coole Szenen capturen. Boah, als ob dem Blauen jetzt hier unsere Base gehört. Ich raste aus. Ja, komm, box zu dritt auf mich ein, ey, ihr Penner. Ja, toll, echt. Nee, das kriegt nur GG. Mann. Nächste Runde, ey, was ist denn heute los? Heute ist echt der Wurm dran. Normalerweise müsst ihr, also, das sind echt normalerweise Runden, wo ich reingehe, die Runde gewinne und ich bin fertig mit Aufnehmen. Aber heute ist das irgendwie nicht so drin. Aber ist okay. Es macht trotzdem Bock. Weil ich einfach über viel reden kann. So, aber wir sehen uns einfach, wenn die Runde wieder angefangen hat, Leute. So, Leute, da sind wir in der nächsten Runde. Wir spielen auf der Map Fort, wie ihr mit Sicherheit schon gesehen habt. Größe 4x3. Und wir sind in Blau. Wir sind zu dritt. Alle sind zu dritt. Good luck, schreibt der eine. Good luck an dich, mein Freund. Du wirst es wahrscheinlich nie hören. Wie geht was? Hä?
Wie geht das? Wie geht was? Und ich frage jetzt, wie geht Bad Wars? Ey, das wäre richtig witzig. Das wäre echt amüsant, wäre das. Ja, ja. Achso, hä? Was, wie geht das? Ist nichts passiert, Alter. Und er schreibt, wie geht das? I don't get it. Nee, ich verstehe es einfach nicht. Och man, mein Hotkey geht nicht, ey. Mann, das ist so gemein. Okay, okay, Grüner, komm her, komm her. Jo, Leute, macht's gut. Ich würde jetzt sagen, war nicht so gut. Ist verbesserungswürdig, kann man sagen. Schon, oder? Also, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, wird's, glaube ich. Nee. Ja, aber er macht's. Ich glaube, er wollte es. Ich glaube, er wollte das so. Hey, ja, warum denn? Was hat dir das denn gebracht, Alter? Ich habe eine Spitzhacke. Ja, das war Arabisch und heißt, ich bin Torben. Krass, oder? So, mal gucken, mal gucken. Rennen wir erstmal wieder in die Mitte. Tessie, mach die Tür zu. Danke. So, da sind wir in der Mitte wieder. Gerade fast noch drauf gegangen, als wir den Sprung in die Mitte gewagt haben. Okay, den haben wir weggekommen, aber der hat auch Gold. Das war ein bisschen. Ich höre im Hintergrund Fallgeräusche. Das hört sich nicht gut an. Das sieht nicht gut aus. Komm her. Komm her. Du willst es doch. Du willst es. Okay, das war's. Easy. Moin. Lass mich doch mal durch hier. Ich hab. Gold. Gold, Gold. Ist wertvoll, ey. Mehr wert als alles in eurem Leben. Ich hole jetzt mal eine Kiste, weil ich bin Teamplayer. Und ich finde, eine Kiste gehört dazu, wenn man Teamplayer ist. So. Ich guck mal, bin ich ein netter... Warum verändert sich unser Weg einfach? Jedes Mal, wenn ich in die Mitte renne, sieht der wieder komplett anders aus, die Treppe. Alter, ich bin da drauf gesprungen. So richtig. Das ist mein Telefon. So Leute, Telefon ist wieder aus. Ich muss das ganz kurz ausgehen lassen, deswegen der kleine Cut. Unser Bett wurde abgebaut, ihr habt es mit Sicherheit gesehen. Und ja, ist trotzdem kein Problem, würde ich sagen. Wir machen das jetzt einfach. Ich und er. Wir beiden. Wir gewinnen das, okay? Will nicht noch mehr aufnehmen. Oh Gott, ich kann gerade gar nicht schreiben. Jetzt bin ich stehen geblieben auf meiner Redetour. Und ich glaube schon wieder so ein Bullshit, das ist echt unnormal. Ich weiß nicht, wie sowas aus meinem Mund kommen kann. Haha, nice Idee, Grün. Ja, irgendwie geht bei allen was ab, außer bei uns. Bei uns, wir sind einfach tot. Das ist ein bisschen traurig. So, hier kann ich natürlich nochmal... Ey, Moment! Freundchen! Komm her! Nee, doch nicht. Ich dachte, er könnte sich einen Bogen kaufen, kann aber gar nicht. Vielleicht dachte ich, hätte noch Gold. Habe ich aber nicht. Wieder... Komm... Boah, ich dachte, er geht... Digga, ich bin raus. Da mache ich nicht mit. Das war kurz spannend, ey. Aber der Gelbe denkt da oben auch, er wäre irgendwie, er hätte irgendwie was, ne? Was andere nicht haben. Okay. Jetzt ist er vielleicht mal kurz abgelenkt. Mein blauer Freund steht da unten. Okay, der Gelbe ist tot tatsächlich. Das ist ziemlich nice. Okay, den muss ich da töten. Das wäre ziemlich nice, weil der hat, glaube ich, sogar ein Eisenschwert. Ich glaube, er hat...
Junge, dann ich wollte dich jetzt extra da durchlassen, als ich gesehen habe, dass du die zerstören willst. Ne, Moment, das war Team Rot. Wo ist er jetzt? Ey, Leute, ich komme mit der Situation nicht klar. Ich bin ein bisschen überfordert. Ihr merkt das selbst. Mach einen Abgang, Alter. Team Grün hat noch einen Spieler. Das sollte nicht das Problem sein, weil wir haben noch zwei. Und unser Team ist richtig krass. Also ich und der andere. Da war der. Da war ein Gelber. Da war ein Gelber. Leute, ich hab's einfach überlebt. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich hab's überlebt. Doch, dammit, jetzt geht doch alle mal weg hier, ihr Gelben. Ist das eine haarige Angelegenheit, ey. Wo ist mein Mate? Steht er immer noch da hinten um die Ecke oder was? Ich raste aus. Ich brauch deine Hilfe, Mate. Ich kann mich hier nicht lange mehr sonst halten. Oh Junge, geh doch weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Sonst noch wer hier? Du gehst auch gefälligst da weg. Ja, nee, da kenne ich jetzt nichts. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Oh fuck, jetzt ist er da. Er hat auf die Chance gewartet. Ich raste aus. Leute, eine Runde noch. Wenn die Runde dann nichts wird, dann wird die Runde nichts. Watermelon. I would like to eat a watermelon. Schön, dass die direkt darüber einen Fliegenpilz packen. Jetzt ist der Fliegenpilz weg. Ich habe die Menschheit gerettet, würde ich sagen. Noch mehr Watermelons, Alter. Ich raste aus. Ich hab parat. So, Leute, da sind wir in der nächsten Runde. Wir spielen diesmal auf der Map Empire Größe 4x3. Das ist eine meiner Lieblingsmaps und ich würde sagen, deswegen gewinnen wir diese Runde als Abschluss der Folge. Weil die Folge bisher echt auf einem Niveau von Kacke bis Kacke war und auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 20 von Kacke. Und deswegen, ja, müssen wir die Runde gewinnen, um einfach einen guten Abschluss hier hinzukriegen. Und wir haben jetzt auch einen Typen, der hat einfach einen Erdeskin mit Augen, die sind grau. Das heißt, wir haben gewonnen. Würde ich jetzt mal daraus schließen. Oder was schlussfolgert ihr daraus? Ich würde das schon daraus schlussfolgern. Vor allem, weil wir schon in der Mitte sind. Nur leider können wir richtig leicht gerusht werden, aber es ist gar kein Problem, weil wir werden nicht gerusht. Wir sind einfach zu crazy, um gerusht zu... Boah, Alter. Was ich für verkackte Sprünge hier gerade rausgehauen habe, ich packe es gar nicht. Einfach mal gucken, ob wir hier rüberkommen jetzt. Moin! Ja, moin! Ach, moin! Er hat einfach seinem Kollegen ein Schwert hingeworfen, hätte ich das Schwert aufgesammelt. Das wäre so geil gewesen, ey. Boah, das wäre ein Triumph, glaube ich. Das wäre ein geiles Feeling. Ich lasse es sein, das Reden heute, glaube ich. Wir equippen uns ganz kurz neu. Ja, eigentlich wollte ich mir noch Eisensachen holen, aber das Eisen wurde mir dann einfach ganz frech von dem Erdeskin aufgesammelt. Weggenommen, geklaut. Ich werde hier eigentlich auch nur benutzt, glaube ich. Das war nicht nett. Warum ist der Block einfach verschwunden und wieder aufgetaucht? Und dann war ich kaputt. Du hast nicht aufgepasst, würde ich sagen. Aber das ist natürlich kein Problem. Sowas nutze ich immer gerne. Okay. Das war easy. Euer Bett ist nun futsch. Und so einer, also ich glaube irgendwie sind die Gelben ein bisschen Brain AFK gewesen. Und er hat den Sprung versagt. Ey komm, das ist doch so easy. Leute, ich habe gehofft, dass ich faile. Erst bei mir. Das ist nämlich der Erdskin mit den grauen Augen. Aber ich habe nicht gefailt. Ich rede einfach so durcheinander. Ihr könnt mir wahrscheinlich gar nicht mehr folgen. Ich rede einfach nur noch. Okay. Slowdown, er hat einen Bogen. Okay, war kurz überfordert, aber ist natürlich selbstverständlich kein Problem für mich. Jetzt werde ich getötet. Komm, do it, do it, do it. Nee, oder? Das zweite Mal heute einfach runtergefallen. Ich packe es nicht. Ich packe es nicht. Da war ein Baum im Weg. Das Telefon, Leute. Da ist es. Ruhe. Okay, schön. Weiter geht's.
Steine. Rot, ihr seid dumm, rush doch die einen weg. Ja, nee, machen wir nicht. Was sagst du dazu? Wer hat es geschrieben? Blau. Blau, ihr seid dumm, weil ihr seid noch nicht mehr in der Mitte. Ist witzig, oder? Wir können es doch gerade gut equippen. Warum sollten wir... Also, ich rush ja die ganze Zeit, aber... Ne, ist doch nicht nötig. Wenn wir uns krass equippen können... Och, Mann, das ist... Nee, ich brauche jetzt auch einen Bogen, ernsthaft. Ich brauche auch mal gutes Equip. Will jetzt auch mal gutes Equip haben. Mann. Ach, guck mal. Diesmal nimmt uns keiner hier mein Eisen weg. So, zack, zack. Wunderbar. Wunderbar. 14 Eisen. Was will man mehr in dieser Welt full of Bronze? Zack, zack, zack. Schuhe. Schuhe sind wichtig. Das sind die neuen Nikes. Ja, Unbreaking 1, einfach damit sie länger halten. Könnte man auch mal auf die Vans draufpacken, weil die gehen immer kaputt. So, dann holen wir jetzt natürlich jetzt hier noch ein schönes Küchenmesser aus purem Gold. Das muss natürlich auch meinen Ansprüchen entsprechen. Und noch ein paar Blöcke. Einfach, damit man sie hat. Haben jetzt keinen großartigen Zweck. Ich glaube, die haben einen Bogen, ne? Weil hier wird, da hängen so... Ah ne, das sind unsere Pfeile natürlich. Ich bin ein bisschen geistesabwesend gerade selber. Ja, danke für das Gold. Ich hole mir jetzt einen Bogen. Wenn ich jetzt runtergeschossen werde, dann liebe ich den Ruhm. Okay, ich wollte nicht. Nein! Hey Leute und willkommen zurück. Das war wieder richtig unnötig, Torben. Ich bin einfach gewohnt, wenn ich euch anrede, dass ich... Oh, ich wollte mir einen Bogen kaufen. Dass ich so spreche. So, ich bin wieder back. Die Facecam ist wieder am Start. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Und ich habe immer noch nicht viel Speicherplatz, ist das Problem. Ich muss jetzt noch mal kurz hier was löschen, tatsächlich. Was bleibt mir denn übrig, hier zu löschen? Eigentlich gar nichts, weil... Nee, eigentlich bleibt mir... Eigentlich... Was soll ich tun, Leute? Computer... Nervt nicht. Ich habe eigentlich drauf gewartet, dass er nochmal baut. Ja, keine Ahnung. Jetzt kann ich wieder mit Facecam hier ein bisschen am Start sein, liebe Leute. Bin ich doch ganz glücklich drüber. Aber ich werde mich jetzt trotzdem beeilen, einfach weil ich schon 40, ihr müsst euch das mal vorstellen, 40 Minuten Rohmaterial habe. Okay, ich werde viel davon rausnehmen müssen, allein wegen der Baustelle am Anfang. Aber trotzdem, 40 Minuten Rohmaterial ist einfach nur krass. Lol, er hat mich noch erwischt. Oh, das ist aber nicht lol. Ist aber ganz und gar nicht witzig. Es hat echt nichts mit Stil und Witzigkeit zu tun. Okay, diesmal müssen wir es ein bisschen klüger angehen. Ich weiß nicht, was ich da gerade getan habe, als ich da einfach mal hingerusht bin. Aber einen Shot konnte ich ihm abgeben und ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen erschrocken. Surprise from the sky. Okay, weil hier irgendwo Blöcke platziert werden. Das war auch wieder gutes Deutsch. Danke für diese Sprecheinlage, Torben. Okay, wir sneaken uns jetzt mal hier rüber. Ich weiß, dass er da unten steht, Leute. Macht euch da mal keine Sorgen. Kommt mein Pfeil da durch? Ja, kommt er. Okay, jetzt muss er das noch weiter zubauen. Das heißt, ich kann jetzt einfach von oben hier reinstürmen. Ohne dass er es bemerkt, oder? Gehe ich da von der Theorie her richtig? Okay, komm Leute, den müssen wir kriegen. Wieso habe ich ihn nicht bekommen? Ich habe ihm ein paar Mal einen Pfeil reingedrückt und er ist nicht draufgegangen. Und jetzt ist ein Blauer einfach mal hier. Okay, er ist weg. Mann, echt, ich komme gerade nicht klar. Allgemein die Situation macht mich gerade alles ein bisschen nervös, dass meine Facecam-Aufnahme zwischendrin angehalten wurde. Also davon werdet ihr gar nichts mitbekommen haben. Weil ich das cutte. Aber es macht es trotzdem ein bisschen nervig alles gerade. So, wenn wir schon mal eine Ender-Chest haben, packe ich jetzt auch mal das Gold da rein. Und hier kommt noch ein viertes. Zack. Jetzt muss ich hier den grünen erstmal abwehren. Okay, noch nicht geschafft. Ich muss ihn halt nur ablenken, kurz. Komm her, Bro. Ja, okay. Das war's wert, mich zu opfern, dass ich ihn kriege. Ach man, 40 Minuten Rohmaterial, ey, da werde ich...
lange, lange dran sitzen. Also ich muss mir es ja mehrmals angucken alleine. Und dann muss ich daraus noch eine Folge basteln. Mit allen Schnitten und stuff like that. Aber das ist okay. Qualität vor Quantität, wie gesagt. Nur das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie lange sich das hier noch ziehen soll. Es ist gerade alles ein bisschen complicated, würde ich sagen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Wir probieren es jetzt einfach mal hier. Ganz gewieft über die alte Tour bei Blau. Okay, wir haben den voll equippten Blauen runter. Ich glaube, der hat sich gerade nämlich einen Bogen gekauft. Und das war es mir mal wieder wert, mich zu opfern. Weil Leute, die den Bogen gekauft haben, die sind eigentlich immer ärgerlich, wenn die runtergeschlagen werden. Zack. Ich hätte vorher was deinstallieren sollen, aber ich dachte halt nicht, dass ich so lange aufnehmen werde. Sowas nervt mich. Sowas nervt mich echt. Das war witzig. So. Oh. He got a bow on his stizzle. Weg hier. Ein paar coole Curves reinbauen. Damn it. Ah, schade. Ich dachte, wir könnten ihn jetzt richtig nice mit so einer 180-Drehung runterboxen. Hat nicht funktioniert. Ich denke tatsächlich, das wird wieder keine erfolgreiche Runde. Es nervt mich einfach, dass es so lange geht, Leute. Und ich hatte gerade theoretisch schon die Chance, das Bett von Team Grün abzubauen und damit ein Team zu vernichten. Ihm nehme ich erstmal das Gold weg, damit er sich keinen Bogen leisten kann. Okay, wie machen wir das jetzt hier? Ein bisschen Ruhe reinbringen, würde ich mal erstmal vorschlagen. Und dann erstmal deren eigenen Weg nutzen, um ihn hier wegzuboxen. Und jetzt müssen wir durchrushen, Leute. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man sich hier einen fucking Iron Pick kauft und dann sagt, okay, wir gehen jetzt hier durch. Du musst jetzt nur die anderen töten, lieber Mate, weil ich gehe hier durch wie eine Maschine und hab sie. Okay, der ist noch nicht weg. Immer noch nicht. Jetzt komm, Pikachu, geh doch jetzt mal weg hier. Ernsthaft jetzt. Ey, nee, das ist unfair. Wir haben ihn die ganze Zeit genockbackt, aber er ist nicht runtergefallen. So, wir müssen jetzt schnell wieder zurück in unsere Base. Aber damit haben wir das Ganze doch jetzt mal vorangebracht, würde ich sagen. Scheiße, da hinten kämpft nämlich auch schon einer von uns. Mal gucken. Okay, ich glaube, er hat ihn. Ja, er hat ihn. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt ab zu Grün, um direkt weiterzumachen hier. Das sollte jetzt auch eigentlich alles relativ schnell erledigt sein. Ich habe das mal versucht, jetzt hier ein bisschen sneaky zu machen. Und das hat tatsächlich funktioniert, glaube ich. So, hier drin sollten wir quasi unsichtbar sein. Jawohl, wir haben ihn. Wir haben ihn, Leute. Es ist geschehen. Das Bett von Team Grün ist ebenfalls zerstört. Boah, lol, als ob man das jetzt auf einmal so schnell machen konnte, beides hintereinander. Ich packe es gar nicht. Darauf habe ich die ganze Runde hingearbeitet. Außer die Zeit, an der ich stehen geblieben bin, um meine Facecam zu richten. Also um zu deinstallieren und sowas. Ihr wisst, was ich meine. Es ist gerade nur ein bisschen kompliziert, alles in Worte zu fassen. Ich bin nämlich aufgeregt. Das ist meine erste Aufnahme auf YouTube. Und das ist schwierig. Das ist schwierig, Leute. 4 Gold habe ich. Das sollte mir doch reichen. Wir müssen die halt nur noch abwehren. Deswegen nehme ich die 4 Gold gerne hin. Versuch. Ach so, er hat aufgegeben, als er da mitgerannt ist. Sehr gut. Dann ist jetzt nämlich der Bow am Start. Okay, er rennt jetzt da hinten hin. Ist ein bisschen schade. Ich versuche ihn da nochmal. Ah ne, da bleibt er stecken. Aber jetzt rennen wir, denke ich mal, zu dritt hier in die Mitte. Und klären das Ganze. Kacke. Das ist gewagt. Roter, lass es sein. Das ist viel zu gewagt. Hör auf damit. Okay, jetzt können wir ihn aber, denke ich, kriegen. Nee, das hat doch nichts mit Text zu tun, ey. Das war halt Kacke von dir. So. So. Easy. Und jetzt nur noch ihn und er steht da, meine ich. Ich meine, er steht da. Direkt dahinter, glaube ich. Na komm. Show me what you got. He should be over here. Er sollte eigentlich hier sein, Leute. Da hinten ist er. Okay.
Den holen wir uns doch. Das wäre doch gelacht. Dich erwischen wir jetzt. Komm, 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 mit dem Rückschuss hin. Bam! GG. Nice, wie geil war das denn? Er hat einfach gar nicht nach hinten geguckt. Leute, wir haben die Runde doch noch geholt. Und das ging jetzt so richtig so, bam, einmal den Hebel umgelegt und dann ging's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ich würde mich echt über eine Bewertung freuen. Das wird nämlich viel Arbeit für mich auch, deswegen lasst mal eine Bewertung da. Und vielen Dank fürs Zuschauen, für die ganze lange Zeit, die ihr zugeschaut habt. Falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein und ciao.